Guten Tag! Hallo! Na? Herzlich willkommen hier, Pixel Survivors, Watchlike, ne? Du weißt Bescheid. Ich schalte erstmal Charaktere frei, würde ich sagen. Und zwar den Arbalisten. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt noch? Warte mal. Ich muss mal eben gucken, wie viel Geld wir überhaupt noch haben. Noch 20.000. Wie viel brauchen wir? 50. Entweder sparen wir jetzt nochmal 30.000. Dann hätten wir 50. Ja, ich würde sagen, wir sparen erstmal, oder? Was brauchen wir nochmal, um die anderen Charaktere freizuschalten? Und zwar, Unlocked English, schließe die Dungeon-Karte auf den Schwierigkeit Wahnsinniger. Der war gut. Wahnsinniger, Unlock Charakter Roach, töte 5000 Goblins. Dann müssen wir ja zurück zum ersten Level, glaube ich, ne? Also ich würde sagen, wir nehmen... also Standard. Wir nehmen jetzt den Arbalisten. Den Arbalisten, die Angriffsreichweite steigert sich mit der Angriffsgeschwindigkeit, aber die Projektile verursachen 20% Piratenschaden pro durchdrungenen Feind. Die Angriffsreichweite. Nur von seiner Mainwaffe oder von allen halt? Ich glaube von allen, ne? Ja, ich denke mal von allen Waffen. Angriffsreichweite. Also so wie das schwarze Loch zum Beispiel. Aber Projektile, also dürfen wir eigentlich gar keine Projektile benutzen, richtig? Würde ich mal behaupten. Also, wir nehmen den Arbalisten. Wie sieht er aus? Macht ganz normal Schaden, 30er. Unten hier tut sich gar nichts, ne? Egal welchen man nimmt. Nur hier oben so ein bisschen. So, unser absolutes Hasslevel. Oh, warte mal, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Scheiße, Neustart. Achso, bei Neustart ist man einfach direkt so. Warte. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob alles normal ist. Normal? Alles ist aus? Ja, komm. Let's go. Erstmal die Haare wegwischen. Was kann er? Pupsen. Okay, der hat so ein... Aber es kann auch sein, dass die Angriffsreichweite nur von dem Ding... Ich würde sagen, vielleicht alle Fähigkeiten, ne? Loder. Immer so ein Seelenschwerter-Ding. Ah, das schwarze Loch. Aber wir brauchen Schaden. Nicht so ein Schmutz. Verteidigung. Ah, das ist dieses komische Ding. Urteil war auch sehr gut. Aber elektrisches Werf auch sehr gut. Bewegung. Auch wichtig, dass wir ein bisschen mobiler sind. Wieder Verteidigung. Sternregen. War Sternregen gut? Ich glaube, Sternregen war gut, ne? Sternregen war gut. Wir können auch auf sowas hier gehen. Aber ist halt nicht viel, ne? 0,5. Das heißt, ich muss 5 Level darauf verballern, um einen einzigen Prozent zu haben. Nee, ich... Ich würfel mal neu. Die Blasen hatten sich als gut herausgestellt gehabt, ne? Ich nehme mal die Blasen. Weil die halt auch abprallen von der Wand. Okay, diese nicht. Die schwören einfach nur rum. 2 Ziele mehr. Also, dass die Seelenschwerter, die hier rumflitzen... Ich glaube, die werden ganz gut sein. Da kommen wir, die Kuh nehmen wir auch noch mit. Die hier rumflitzt. Die rast doch durch Gegner durch, ne? Ja, die rast durch Gegner durch. Und wenn wir dann... Ja, doch, 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 doch. Und wenn dann noch richtig... viele Gegner wieder am Ende auf einen Fleck sind und so. Ich nehme mal Loder mit. Ah. Weiß ich nicht.
Am Anfang, jetzt am Anfang sieht das wieder alles sehr gut aus, ne? Naja, wollen wir mal überraschen lassen. Ich meine, jetzt habe ich ja wieder quasi den Pussy-Modus aktiviert. ist das Spiel schwer. So, Verteidigung wieder, aber. Darf man auch keinen Schaden kriegen. Würfel mal neu. Die Blasen machen mehr Schaden. Ja. Ja, doch. Im Moment sieht das gut aus. Mal gucken, wenn der erste Boss kommt. Wie die Kuh auch hier. Schade, dass es eine Kuh ist und kein. Seelenschwert haben mehr Schaden und ein Seelenschwert mehr. Zählt ja. Zählt das als Projektil? Eigentlich? Schade, achso, schade, dass das ein Schwein ist. Kein Schwein ist. So rum. Das wäre schon lustig, wenn hier so ein Schwein rumgrunzen würde. Zwei Ziele mehr. Ich glaube, das elektrische Schwert ist halt schon extrem wichtig. Wie er sich durch die Feinde frisst. Dieses. Das ist schon. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt hätten wir auch auf schwer schaffen können. So, dann spule ich mal ein bisschen vor. 1,25. Grundschaden. Eigentlich wäre auch Glück gut, damit wir mehr Sachen kriegen und mehr Kisten. Erhöht die Angriffskraft. Angriffsgröße. Noch ein Seelen mehr. Ich sag nicht nein. Aber es läuft gut. Es läuft wirklich sehr gut. Guck mal, 10% von dem Gold, was wir brauchen, haben wir schon. Oh, noch ein Seelenschwert mehr. Sehr gut. Das lübt ja. Dann machen wir noch die Angriffsgeschwindigkeit natürlich hoch. Die Kuh müsste eigentlich auch als Projektil gelten, oder? Aber ich habe das Gefühl, dass nur die Hauptwaffe damit gemeint ist, was die Passive angeht. Zwei Level erhalten sie ein Reroll. Brauche ich nicht. Nehmen wir 5 Sterne mit. Also das Relikt ist auch neu, kennen wir auch noch nicht. Aber ganz ehrlich, brauche ich nicht. Bam. Warum? Kam da einfach eine Explosion. Also die habe ich wahrscheinlich eingesammelt, ne? Ja, also nichts mehr los hier, würde ich sagen. 20% mehr Schaden, was Dings angeht. Also Seelenschwerter sind, glaube ich, schon must to go. Hier war doch irgendwo ein Hotdog. Okay. Ich werfe mal neu. Angriffsgeschwindigkeit von. Ja, komm, Angriffsgeschwindigkeit. So, mal gucken, wie lange der. Für den Boss mache ich mal extra auf langsam. Gucken, wie lange der überleben wird. In der Regel sind die immer ewig lange da gewesen. Okay, der ist schon mal weg, der Miniboss.
Oh, einfrieren. 130, ey. Nee, der muss einfach nebenbei sterben. Nimm mal Crit. Ja, komm. Was heißt der Mond? Achso, das ist unsere Bubble-Ding. Da kommen die Blasen, glaube ich, raus. Er ist schon halb tot. Hm? Ah, daneben. Er hat auch nicht so viel. Noch ein Seelenschwert mehr. Ne, ich nehme lieber das Brandsiegel. Immer eine kleine Explosion. Also diese Explosion machen. Das Level ist natürlich auch schön und schmeckt ein Seelengedöns mehr. Aber das Level kann immer kommen. Diese Relikte sind ja eher seltener, ne? Oh, Kiste, Kiste. Tschüss. Ah, oh, eine Fünfer. Sogar Heilung mit drin dabei. Und eine Klaue des Drachen. Also so oder so, für neue Charaktere, wenn, außer wir geben natürlich Geld aus, sollen wir ja Goblins töten und so, müssen wir eh noch die alten Level machen. Und dann kriegen wir ja auch da noch die ganzen Pet-Sachen. Vielleicht hilft so ein Pet. Vielleicht ist so ein Pet so ein Boost, den man braucht, um so auf wahnsinnig das zu schaffen. So, ein Seelenschwert mehr. Siehst du, jetzt haben wir es ja trotzdem. Guck mal, wie schnell der gestorben ist. Waffen, Limit, Skalierung. Chip. Der läuft auf jeden Fall viel besser. Jetzt können wir auch wieder hochschalten. Auf 1,5. Laufen ja eh nur im Kreis. Stärke, Verteidigung um 10. Angriffsgeschwindigkeit. Aber stehen bleiben kann ich nicht, ne? Oh, wird auf jeden Fall voller. Ich mache mal lieber nur 1,2. Ja, aber wir kommen gut gegen an. Ich glaube, die Seelenschwerter sind es. Die Kuh muss schneller kommen. Schnellere Kuh. Macht Mu. Der Abelist ist es einfach. Was ist eigentlich ein Abelist? Kein Magier, oder? Ich habe noch nie das Wort gehört, Abelist. Noch nie gehört. Ob das jetzt auf hart auch schwer gewesen wäre? Hm. Wir haben ja nichts verbessert. Im Gegensatz zu den anderen beiden Runden. Also so, nee, da haben wir ja auch nichts verbessert. Also im Vergleich zu den anderen beiden Runden. Was ist der nächste Boss? Der nächste große?
Angriffsgeschwindigkeit, tschüss. Wie sind wir schon? 2,0. Also doppelte. Wir sind auch gut voll immer jedes Mal, ne? Wirft definitiv besser. Vielleicht wäre Lodan, vielleicht ist Lodan noch ein bisschen kacke mit der Explosion. Vielleicht hätte man da eher mit dem Strahl nehmen sollen. Da nochmal ein bisschen Damage reinzuknallen. Hier würde ich neu würfeln tatsächlich. Ich nehme mal Crit. 36. Jawohl, die Kuh ist weg. Ach, die Kuh. Jawohl, Magneto. Erlittener Schaden wird verringert. Oder wenn die Gesundheit runter ist, aber weniger Schaden. Die faule Kette. Verteidigung. Ich gehe voll auf Death. Ich aber trotzdem noch gut Schaden. Ja, obwohl es geht eigentlich. Sind ja aber nur 8 Schaden und so. Und ich heile mich auch recht schnell wieder. Guck mal, ich bin schon wieder voll. Yo, Doppel-Q. Doppel-Q, Doppel-Damage. Und wer weiß, wie die Kühe sind, wenn man sie maximieren würde. Da kommt der nächste Mini. Guck mal, der Frostgigant ist auch schon halb tot. Ich glaube, wir haben's. Aber ich schalte nie wieder hoch auf hart. Erst wenn wir das Spiel quasi durch haben. Oder die schlechteren Level auf hart. Ich denke mal, dass die anderen Level auf hart einfacher sind als das Level auf hart. Weil das unser neuestes Level ist. 2 Ziele mehr. Oh, 2 Seelenschwerter mehr. Tschüss. Dong, 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 dong. Alter, 2 direkt. Da jetzt Schaden durch Ruscheln. Jung, 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 jung. Kuchen verschwendet. Der Kuchen halt ja mehr als blöde Hotdog. Der Frostgigant schon tot? Nee. Aber wo ist er denn? Ah, da oben. Ja, aber auch dieses 10% weniger Schaden kriegen. Und wir haben auch mittlerweile so viel defensiv. Und zwar 38 schon. Also das merkt man. Man merkt aber auch, dass wir kein Dings haben. Kein Glück! Ja, nochmal einen Hotdog fressen. Normalerweise wäre ich schon längst tot. Aber diesmal nicht. Guck mal, kurz zur Seite, keinen Schaden kriegen. Aber ich halte mich echt schnell und echt gut. Wo kommt denn diese fette Regeneration her? Wie regenerieren wir uns denn? 16 die Sekunde. Wo kommt das her?
Scheiße. Wo kam der Tod jetzt her? Scheiße auf die Blasen. Boah, wir haben aber echt viel eingesammelt. Oh, hat er Kuchen. Oh, weg hier. Der Frostgigant ist gleich tot. Der nächste Boss ist aber auch schon wieder auf der Lauer. Okay, oh. Ich habe einen Erfolg dafür gekriegt. Das hört man, glaube ich, ne? In der Aufnahme. Dieses Düdelü. Boah, Alter. Da sterben sie aber auch alle, wenn ich unter 20% droppe. Schnell einsammeln. Okay, die Sachen will ich haben vom Boss. Selbstverständlich. Was habe ich gekriegt? Magnetstärke. Blasen fliegen irgendwie schneller oder so. Ah, jetzt haben wir das. Okay. Wandabpraller plus ein und mehr Schaden. Ich habe keine. Doch, eine Wiederbelebung habe ich noch. Scheiße, Mann. Ich wollte doch nur die Sachen haben. Gott, wir müssen ja weg. Och, erzähl mir doch nicht, dass ich das Level schon wieder nicht schaffe. Es war alles so gut. Bis hierhin. Lodern ist halt scheiße. Ich glaube, die Kühe, die sind auch echt gut. Oh, shit. Sobald ich einmal eingequetscht bin, ist vorbei. Letzte Chance. Meine Güte, du. Woran hat er denn gelegen? Habt ihr da draußen auch diese Probleme bei diesem Level hier? Nö. Soll ich die Kuh nehmen? Und die Kuh, die rast da halt durch die Dinger. Wir nehmen die Kuh. Komm mal, die Kuh, die rast da durch. Und das elektrische Schwert definitiv auch. Vielleicht so ein Kamehameha? Der von der Seite... Oh, Tornado war, glaube ich, auch sehr gut, ne? Er schafft ein eingefrorenes Schwert, das vorwärts schlägt und die Feinde verlangt. Hatten wir auch noch nie, ne? Ich nehm's mal mit. Hier ist ja alles kacke. Ich nehme das mit dem Blitz mit. Und Feuer Dingsen. So, lass mich mal eben gucken. Warte mal. 5 Crit. Wo ist jetzt das das Frostschwert? Dieses Ching? Ne, das bin ja. Doch. Okay. Ja, vielleicht. Könnte uns vielleicht helfen. Was ist das? Okay, das war Verschwendung. Blitz. Ein größerer Schwertschlag. ...20% Angriffsgeschwindigkeit. Ey, es muss die Runde sein. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der Gegner? Bist du doof? Warum?
Warum sollte ich das machen? Damit die schneller bei mir sind, oder was? Dann spule ich einfach vor, dann sind die auch schneller bei mir. So, eine Kuh mehr auf jeden Fall. Ich versuche echt mal so auf die Level zu gehen, damit die Level, damit die Waffen sich auch lohnen. So. Wie zum Beispiel eine zweite Kuh. Ist direkt Doppel-Damage-Kuh, ne? Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was in der letzten Runde die Waffen für ihre Schaden gemacht haben. Da irgendwie Müll mit bei war. Hier, ein Abpraller mehr. Bum, 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 bum. Und da kommen schon die nächsten. Da-dum, da-dum. Okay, ich kann sogar stehen bleiben. Ja, der Strahl ist halt auch extrem gut, ne? Oh, Batz. Der Boss wird auch eingefroren. Aber das lief so gut, die Runde, ne? Und dann auf einmal schlagartig. War alles für den Arsch. Hm. Auf einmal hat Damage dann gefehlt oder so. Glaube ich. Vielleicht zu viel auf Death gegangen? Wie viel Crit haben wir? 15. Dum, dum, dum. Ein Feuerring mehr. So muss er sein. Weil guck, tschung, tschung. Und dann rast das und macht und tut, ne? Und ich dann hier so in der Mitte. Oder hier zum Beispiel. Selbst wenn ich wegrenne, die säbeln dann weiter. Auch die Blitze machen. Schwing, schwang. Die Kühe sind größer. Tschüss. Größere Kuh. Die noch nicht. Die nächsten. Jetzt die. Ey, pass auf. So, hiervon nehme ich gar nichts, sondern... Hier, Kühe, schneller. Ah, da sind die größeren Kühe. Jetzt sieht man sie. Und sie kommen jetzt noch schneller. Guck mal. Obwohl noch eine Kuh da ist, kommen schon wieder zwei neue. So, nämlich. Oder. Das ist die Runde. Oh! Nee. Sie haben 3% Änderung, um sich selbst zu heilen. Gleich 3%. Aber Schaden geht hoch. Ich nehme lieber ein Blitz mehr. Schnell angreifen. Der grüne ist mehr wert als der rote, oder? Schwer. Schwer zu beurteilen. Da kommt wieder ein kleiner Miniboss, aber den machen wir mit links. Pass mal auf hier. Ausweichen 15%. Eure maximale Leben bleibt auf dem aktuellen Start, aber alle Bonuswerte werden verdoppeln. Ich nehme lieber das mit dem Ausweichen. Na komm mal, Boss schon weg. Also Miniboss. So. Du wieder. Du und ich. Wir beide. Hier, guck mal. Ihn schön da reinträgern lassen, damit er da reinläuft. Boom, boom. Komm, lauf da rein. Aua, aua.
Noch eine Kuh mehr, tschüss. Scheiße, ich bin in seinen Laser rein. Oh ja, das war gut. Die ganzen Kühe. Kühe. Und jetzt noch die Hühner. Ne? Aber die Hühner kriegen wir ja nicht, weil das ist ja eine Farmer-Attacke. Aber wenn ich der Farmer wäre. Hühner und Kühe. Was wäre das für ein Tschüss? Alter, die Bosse machen aber auch Damage, ey. Schon frech. Ah, da kommen die Kühe. Hier würde ich jetzt wieder neu würfeln. Ein Abpraller mehr. Oh, jetzt schon Level 9. Das heißt, gleich kriegen wir wieder was Geiles für die Kühe. Die Kühe kriegen jetzt noch Kinder oder so. Oder hinterlassen Milchspuren. Oder landen auf dem Burger. Und der Burger explodiert. Also mit dem Burger ist natürlich jetzt ein Witz gewesen, ne? Landen natürlich auf dem Grill. Und explodiert dann. Ah, die Kühe sind schon wild. Nimm die Nova. Also die Feuernova. Ich hätte also auch so lange rollen können, bis die Kühe Level 10 sind, aber nein. Die wären auch früher doch Level 10. Ausgewichen. Ausgewichen. Oh, nächster Miniboss. Oh, hier wieder so eine Drachengedöns. Also die Seelenschwerter, die vermisse ich leider auch noch, ne? Statt der Frostklinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich dachte, mit Level 10 kriegen die wieder was. Oder jetzt erst, beim nächsten. Ja, er ist weg. Alter, die ganzen Kühe. Da, eine Kuh mehr und ein Abpraller mehr. Das heißt, sie prallen jetzt noch öfters ab. So, wie viel Crit haben wir denn im Moment? 15 immer noch. Größerer Drehradius. Ah, leider nur ein. Oh, da ist so ein Kaboom machen. Wenn der Boss kommt, ey, mach ich Kaboom. Kaboom des Todes mach ich dann. Wieder nur ein, weil ich kein Glück habe. So, erst wieder würfeln. Ja, Angriffsgeschwindigkeit. Müsste ja auch eigentlich für die Kühe zählen, ne? Alter, diese Kühe, ne? Ich dachte, er kippt tot um. Ja, also jetzt nicht tot umkippen. Also der Kleine, ja. Aber nicht der Große. Ich glaube, den Großen haben wir aber nicht mal getroffen gehabt, ne?
würfel lieber neu. Zwei Ziele mehr. Ja, komm, nehmen wir das lieber. Oh shit, ich muss hier weg. So, und jetzt wieder hin. Es besteht eine Chance von 33%, dass der Cooldown-Skill-Dash jedes Mal zurückgesetzt wird, wenn ich ihn verwende. Ja. Kann ich zweimal boosten. Ne. Ich versuche ihn... Ja, jetzt konnte ich zweimal dashen. Move. Guck mal, so viele Feinde. Machst du alle weg. Alter, die Kuh, die rennt da einfach ganz gemütlich rum. Was, weil die verlangsamt worden ist oder was? Da war eine Kuh, die ist ganz normal rumgelaufen. Nicht so rumgespeedet. Was war mit der Kuh denn los? Hattet die keinen Bock oder was? Die ist da ganz normal rumgekrochen. Also gekrochen nicht, aber. Die so, komm ich nicht heute, komm ich morgen. Guck mal, da ist noch eine kleine Babykuh bei. Hat einem die Kinder gekriegt oder was? Nicht jede Kuh weiß, dass sie groß sein soll oder schnell sein soll, wa? Hab ich das Gefühl. So, jetzt werfen wir wieder neu. Und nochmal. Dann nehmen wir Allgemeinschaden. Mal gucken, wie das gleich sein wird, wenn der dritte Boss kommt und die riesen Golems die ganze Zeit. Guck mal da! Was ist mit der Kuh los? Ja, guck mal, ich hab sie angeschubst. Mu, mu, motherfucker. Na. Ah. Oh, eine Fünfer. Okay. Nam, 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 nam. Die Kühe rasieren da aber auch durch. Alle Feinde tot. Nur ein. Oh, wieder Doppeldash. Erhöht die Nahrung. Heil. Ja, komm. Aber wo ist denn der andere Boss? Ah, der lebt ja noch, ne? Oh, hier, ganz viele. Los, mach die weg, Kühe. Mu. Mu rein da. Aber obwohl ich keine Verteidigung habe, wie viel Verteidigung haben wir dann? Verteidigung, Defense. 29, also weniger als vorhin. Aber ich denke mal, die 15%, die machen halt auch schon viel aus, ne? 15% ausreichen. Ich glaube, das ist es nämlich. Der lebt immer noch. Okay. Ja, dann normaler Schaden hoch. Da, jetzt kommt die. Aber ich denke mal, aus. Und wir haben einen größeren Rack. 26 statt 19. Hier. Regeneration, mehr Leben, ausweichen, sehr gut. Ausweichen haben wir mittlerweile 19. Ist der Boss schon tot? Also der eine, der Kleine? Ja, der Kleine ist weg, ne? Lass mich hier durch! Scheiße!
Scheiße, verdammt. Ihr seid so kacke. Alter, wie oft ich mich da durchspeeden konnte. Ja, da ist eine Leiche. Okay. Oh, 5 Sachen und irgend so ein Feuerring oder so. Das will ich haben. Lass mich damit durch. Habe ich den Feuerring? Ach, der Feuerring war mein Ding. Aber ich habe trotzdem irgendwas eingesammelt. Oder? Nee, der andere Boss war das. Da ist so ein Riesenboss, ein Ifrit. War der vorne auch da? Nee, ne? Warum ist noch auf einmal ein Ifrit da? Oh, durchpesen. Auch wenn ich kissen will, muss ich eigentlich nach unten, ne? Aber nach unten komme ich nie wieder. Ich muss nach oben. Oben ist das neue unten. Manche sterben auch einfach so. Frostnova, weniger Cooldown. Guck mal, die sammeln da unten noch alles kaputt. Und keiner geht kaputt. Habe ich noch ein Revive? 2 Stück noch. Ich wage mich mal nach unten wieder. Komm schon, lass mich da durch. Damit wir auch die Punkte kriegen und so. Alles, was wir töten. Ne? Und Kissen, wenn da welche sein sollten. Oh, Double Dash. Ja, hier ist ja gar nichts. Da. Ein. Erfahrung immerhin. Puff, der ist einfach verpufft. Ich weiß nicht mal, wo dieser Frostgigant-Boss ist. Kuchen? Langu? Ja, genau! Deine Mutter ist da unten. Ja, das ist too much! Ich komme ja nicht mal weg. Ja. Nochmal 500 Gold mitnehmen? Ich will das schon. Ja! Ey, das Level ist doch unmöglich! Das Level ist unmöglich, sobald die ganzen... Junge, guck dir mal die ganzen Golems an, diese scheiß Einäugigen. Was ist denn da los, Bruder? So. Ja, Gewitter war Schmutz. Eiszeit hat immer 2 Millionen Schaden gemacht. Ja, die Kuh hier, heiliger Kreis, ja, ja. Die Kuh hat ordentlich Damage gemacht. Der Urteil auch gar nicht so, aber ist auch nur Level 2 gewesen, ne? Darf man nicht vergessen. Ich glaube wirklich, wir müssen uns erstmal, also wir müssen uns damit abfinden. Wir haben auf jeden Fall genug Geld für den nächsten Charakter. Was, soll ich mit dem nächsten Charakter nochmal das Level versuchen oder wollen wir lieber Sachen sammeln? Für den Drache. Guck mal, der Drache, der basiert da bestimmt ordentlich rein. Hier brauchen wir Bienen, hier brauchen wir die beiden. Ne? So, hier kriegen wir das, hier kriegen wir das. Ah, die kriegen wir nur hier. Ja, wir müssen eigentlich hier rein. Um die Dinger zu kriegen, für den Roboter. Wir brauchen auch mehr Fertigkeiten. Was haben wir eigentlich bekommen, als wir den Ghoul, den Dingsen getötet haben? Hm.
Fleming töten, Zyklop töten. Da. Unlock kristallisierter Armor. War das nichts zum Verbessern, oder? Ich wollte gerade sagen, hier geht es auch noch runter. Also es geht runter, aber hier ist noch nichts zum Kaufen. Ich dachte gerade so, es geht ja hier runter. Wer weiß, was wir hier alles kaufen können, aber nichts. Ja, ich würde sagen, mit dem nächsten Charakter werden wir erstmal, also das Level hier, werden wir erstmal auslassen. Wir sind schon näher rangekommen, aber das Level, das ist einfach... Wir werden ein bisschen trainieren quasi und Geld sammeln. Das heißt, nächste Runde gehen wir wieder in Dungeon rein und versuchen dann mal hart. Wenn wir es hart schaffen, versuchen wir mal hier bei dem very hard. Je nachdem, wie easy wir das schaffen. Und Doppelfeinde zum Beispiel müsste ja auch Doppelkohle bedeuten. Oder Doppelerfahrung zumindest. Ja, Doppelkohle eventuell wegen den ganzen Kisten. Ich meine, hier mit dem Farmer war ja schon ordentlich an Kisten und alles los. Ne? Also gut. Lass mal ein Abo da, ich würde mich auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Euer Hobbelhase.